Das, was im Titel steht, das stimmt wirklich. Und wie es dazu gekommen ist, das erkläre ich euch jetzt. Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich habe gerade das Headset auf. Ich habe auch gerade den Controller an. Und ihr seht vielleicht auch hier, wenn ich es euch mal ganz kurz so zeige, ich bin auch jetzt gerade am Fortnite spielen, Leute. Ich habe das Wochenende wirklich hart gesuchtet. Im Hintergrund seht ihr jetzt ein paar Szenen. Meistens so, wie es losgeht in Tilted und ich so direkt 6, 7 richtig schnelle Kills mache. Und dann sind die Runden meistens langweilig geworden oder ich bin halt gestorben. Deswegen sehe ich hier nur ein paar Highlights für euch im Hintergrund. Mir ist das Gewinnen im Spiel eigentlich zurzeit noch gar nicht so extrem wichtig, sondern ich will eigentlich meine Kills und so verbessern. Ich will euch ein paar coole Gameplays zeigen. Dann habe ich eigentlich gesagt, dass ich euch nur auch Gameplays zeige, mit denen ich auch zufrieden bin. Mit denen im Hintergrund bin ich zufrieden, weil da immer coole Szenen waren, coole Gunfights, lustige Situationen. Bauen lerne ich jetzt auch so ein bisschen. Immer noch nicht so richtig gut, aber es wird immerhin so ein bisschen besser, Leute. Und ja, danke erstmal an alle, die mich Fortnite-mäßig auch unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dieses Video wird auch wieder 4 Dislikes bekommen, weil immer noch viele Leute die Fortnite-Videos irgendwie, keine Ahnung, aus Prinzip haten oder so. Aber ich werde auf jeden Fall auch versuchen, es denen irgendwann zu beweisen, dass ich gute Fortnite-Videos machen kann. Und für alle, die mich sowieso unterstützen, das sind ja eh die meisten von euch. Ich liebe euch, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank für euch, Leute. Und ja, also Leute, was im Titel steht, ist die Wahrheit. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, hä, Marcel, wie geht denn das? Wieso willst du denn Red Sama den Kanal erstellt haben? Ja, ich weiß ja nicht, wer von euch die Geschichte kennt, aber dazu müssen wir jetzt in eine Zeitmaschine gemeinsam steigen und ins Jahr 2014 zurückreisen, Leute. Ja, wir steigen in die Zeitmaschine ein. Ach so, bevor es losgeht, erstmal wollte ich Red nochmal richtig fett Props geben, richtig krass, dass es bei ihm jetzt so gut läuft, Fortnite-mäßig, und dass er ist auch ein richtig brutaler Spieler, also richtig nice. Props gehen raus an Red Sama an der Stelle. Und ja, 2014 war ich noch im Impact-Clan, im ersten Impact-Clan, und Red war im Apokalypto-Clan logischerweise, denn er heißt ja Apo-Red wegen Apokalypto-Red. Und damals waren wir sehr gut befreundet und haben uns sogar nach unserem Abo-Treffen in Stuttgart dazu entschieden, dass wir zusammen ein Team aufmachen wollen. Und dieses Team hieß damals, wer es von euch noch weiß, Team Ravish. So, Team Ravish war dieser Name. Wir haben dort damals mit Royal, mit Barca und noch ein paar anderen Leuten, Blacktime zum Beispiel, haben wir dann dieses Team gegründet, wollten einen YouTube-Channel aufführen. Ach ja, und Ballas natürlich, der war eigentlich einer der wichtigsten Member. Ravish heißt nämlich vergewaltigen und bezaubern gleichzeitig. Wir wollten mit Commentary bezaubern und die Gegner vergewaltigen. Das war so der Gedanke dahinter. Das hat sich Ballas überlegt. Finde ich richtig geil. Und ja, Leute, also, dann ging es halt damals los, Team Ravish zu erstellen, und wir haben natürlich damals schon so Social Media mäßig gedacht, also haben wir einen Facebook-Account erstellt. Das war richtig krank bei Facebook, das ging so durch die Decke, wir hatten 20.000 Likes in einer Woche, komplett gestört, das würde jetzt gar nicht mehr gehen, weil Facebook echt nicht mehr so aktiv ist, Leute. Und auf jeden Fall haben wir dann damals natürlich auch einen YouTube-Kanal erstellt, und ich weiß nicht, wer es von euch schon mal gesehen hat, aber checkt doch mal die URL von dem Red Sama-Kanal. Also die URL ist, was oben in der Adresszeile steht, also youtube.com/user/, was steht da bei ihm, Leute, was steht da bei ihm? Da steht Team Ravish X, denn das war nämlich ursprünglich der Ravish-Kanal, ziemlich lustige Geschichte, wie ich finde. Und dann habe ich den damals erstellt. Dieser Kanal hat sowieso eine unglaublich geile Story. Da muss ich ein bisschen weiter raus, also ausholen, was dann damit noch alles passiert ist. Ich glaube, damals hätte niemals jemand gedacht, dass es mal so ein kranker Channel wird, wie es jetzt mit Red Sama geworden ist. Wir haben uns natürlich, dass ich ihn erstellt habe, heißt jetzt nicht, dass er mir gehört hat oder so. Er hat natürlich uns gehört, und wir haben jetzt am Ende auch dafür entschieden, dass Red ihn natürlich bekommt, weil ich hatte schon Scorpion Plays und kein anderer wollte den Kanal. Und als wir uns dann Ravish-mäßig aufgelöst haben, haben wir gedacht, okay, bevor der Kanal kaputt geht, nimmt Red ihn erstmal. Am Anfang hieß der Kanal noch Red Gaming, Leute. Ziemlich lustig, da hat er dann halt irgendwelche Gameplays und so hochgeladen, COD damals noch. Es ist eigentlich zu krass, weil der Kanal hat, glaube ich, schon 6-mal den Besitzer gewechselt. Danach war das dann irgendwann Steels Kanal, also von Cotito. Danach war es dann Steel Gaming, also Cotitos Gaming Kanal. Das war alles der Team Ravish X Kanal, der jetzt Red Sama heißt. Das ist so lustig, aber die ganzen Views sind natürlich über die Zeit auch privat gegangen. Ich muss auch immer, ich weiß genau, dass Steel das Video gerade sieht, ne? Wir lachen uns in echt jedes Mal über diesen Channel kaputt. Ey, Steel, eigentlich ist es doch krank, oder? Dass es jetzt dazu gekommen ist, dass der Kanal so heftig am Start ist, ne? Wir lachen uns da wirklich jedes Mal drüber kaputt, weil der Kanal schon so oft den Besitzer gewechselt hat. Jetzt kommt das Allerbeste. Und zwar ganz kurz hat der Kanal so 2015 einem Typen gehört, der hieß Aadrox. Der Kanal hieß auch mal Aadrox und haben ganz andere Videos dort stattgefunden. Und 2016 hat Red ihn dann zu Red Sama gemacht. Ich weiß auch am Anfang mit COD-Videos, da war ich auch direkt im ersten Video. In dem zweiten Video war ich auch dann direkt dabei. Das war so eine Multiteam-Session mit Barca. Und jetzt ist er ja voll am Start mit richtig krassen Klicks bei Fortnite, einem guten Wachstum und so. Aber es muss man sich einfach mal reinziehen, Leute, dass dieser Kanal einfach, ja, wie der Kanal eigentlich entstanden ist. Natürlich hätte er auch jeden x-beliebigen Kanal wahrscheinlich nehmen können, aber ich finde diese Geschichte einfach geil. Ich finde das einfach cool, dass es so eine Background-Story hat, Leute.
Und ja, ich will das Video jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich finde es einfach cool, das erzählt zu haben. Ich hoffe, die Clips im Hintergrund haben euch gut gefallen. Ich werde den Hasen jetzt mal nicht auf 10 Minuten strecken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.